Willkommen zurück zu einer weiteren beeindruckenden Folge Rise of the Ronin. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Friendozos. Und wenn ihr mich supporten wollt, ihr wisst ja, wie es geht, einfach nur eine klitzekleine Bewertung dalassen. Würde mich sehr darüber freuen. Was geht denn hier? Cool, sowas habe ich ja auch noch nie gesehen. Du kannst dich da hochhucken und er macht direkt den Gleiter raus. Das ist ziemlich nice. Moment. Dann macht er erst keinen Gleiter. Und ich will da drüben rein. Jo, das funktioniert. Denn ich habe hier noch eine dicke Kiste gesehen und die holen wir uns. Dankeschön. Säbel der Dämmerung. Ein neuer Säbel ist ja besser als meiner, weil wir haben ja jetzt schon einen ziemlich heftigen Säbel. Wo ist er denn? Ah, Säbel der Dämmerung. Ah, hier. Weißer Arzt. Ja. Das Spiel, habe ich jetzt erst gelesen, wäre wohl richtig erfolgreich in den japanischen Verkaufscharts. Kleiner Überraschungshit, wie es scheint. Und hat sogar Dragon's Dogma geschlagen, also Dragon's Dogma 2. Was echt krass ist, hätte ich nicht erwartet, denn Dragon's Dogma ist ja kein Exklusivtitel. Das hier dagegen schon. Kann ich da irgendwie hochgucken? Kann er hier rüber? Nee. Wie kommt man denn hier wieder ran? Also heute will ich auf jeden Fall ein bisschen mit der Geschichte weiterspielen. Na, guck mal hier. Ach, Kumpel. Machst es mir heute aber auch echt schwer mit dem Gleiter. Wenn ich jetzt hier hinkomme, kann er hier doch bestimmt... Yep. So. Oh. Und ran. Und wir hissen hier oben noch den Banner. Also, wir wollen weiter mit der Geschichte machen, aber erst gehen wir ganz kurz hier hin, denn wir wollen uns ja noch angucken, was der Fotograf zu vermelden hat, wenn wir es überhaupt machen können, denn das ist ja ausgegraut. Aber ich will trotzdem mal gucken. Haben meine Erfindung... Sag, bist du schon mal auf fremdländische Bücher gestoßen? Seit der Öffnung unseres Landes sind immer mehr Schriften aus der Ferne im Umlauf. Darunter auch welche über westliche Technologie und Waffen. Die würde ich zu gern finden, aber leider bin ich viel zu beschäftigt. Ich hab's! Du könntest die Bücher doch für mich suchen. Na, was sagst du? Bestimmt würde mir das Wissen beim Erfinden helfen. Halt die Augen offen, ja? Ah, die importierten Bücher. Das ist eine beachtliche Sammlung. Gute Arbeit. Oh, jetzt bin ich schon auf 7. Aha. Das habe ich bereits, ne? Jetzt kann ich hier den Gleiter verbessern. Ach cool, schneller gleiten. Woran soll ich für dich arbeiten? Der Geschichte fortfahren. Ein Feuerrohr. Ein Detektor. Woran soll ich für dich arbeiten? Was habe ich nicht? Und nicht freigeschalten. Okay. Das heißt also, wir müssen einfach... weiter leveln. Und wir haben wieder hier unsere Bindung gestärkt. Interessant. Jetzt muss ich einfach diese Bücher finden und dem Chef hier geben und dann bekommen wir die Möglichkeit, unsere Ausrüstung zu verbessern. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, in Japan auf jeden Fall schon mal ein sehr erfolgreiches Spiel.
In der ersten Woche ist es so ein bisschen träge angelaufen, aber dann in der zweiten Woche oder in der zweiten Zählung, ich weiß nicht, wie das gemessen wird, hat es wohl ziemlich gezündet. Ah. Das freut mich. Das freut mich sehr. Das heißt also, vielleicht kriegen wir irgendwann mehr von dem Ganzen hier. Was ich persönlich sehr geil finden würde. Ach, guck mal, wie easy ist denn bitte schön die Truhe. Was ist da drin? Also ja, Truhen plündern, immer noch mein Geheimtipp. Ein importiertes Buch. Für den Chef. So, die hole ich auch noch schnell. Wo ist die? Die ist irgendwo hier drüben. Sind ja alle in der Nähe. Alle hier in der City und dann... Gehen wir zum Langhaus. Ich glaube, ich muss hier durch. Okay. Mann, man sieht, wie verwinkelt und verschachtelt das Ganze hier ist. Gegner gibt es hier keine mehr, ne? Die habe ich alle ausgerottet. Das wird so eine Bude, wo man nicht so easy reinkommt. Glaube ich zumindest. Oh, ja, hat funktioniert. Und der fällt erstmal runter. Hat nicht funktioniert. Aber hier kann er ja hoch. Hier hin. Diese Fensterläden sind immer so sperrig. Da fällst du gerne mal runter. Komm, gib mir was Geiles. Mehr als so ein olles Buch. Eine Stangenwaffe mal wieder. Eine Stangenwaffe. Was ist denn die Stangenwaffe? 218. Mit Stangenwaffen bin ich ja eigentlich ziemlich brutalinski unterwegs. Wir hauen mal unser geliebtes Schwert raus, auch wenn es mit einer der geilsten Dinge überhaupt ist. Alright, wo ist das Langhaus? Hier ist das Freudenhaus. Dann ist hier... Das ist Langhaus, ne? Ja. Gehen wir mal rein. Und vom Langhaus aus können wir dann... wieder nach Akt 2 reisen. Oh! Ohohohoho! Ich habe auf euch gewartet. Ohohohohoho! Ja, geil! Ja, Testament der Seele. Reden. Tucker. Und Matthew Perry ist in meinem Langhaus. Ich finde das so skurril irgendwie. Was beschäftigt euch? Kann ich ihr ein Geschenk geben? Kann ich ihr noch die... Ich habe noch nicht gegoogelt. Was würde ihr denn gefallen? Das hier. Wirklich außergewöhnlich. Was ist dieses Rot? Ist das irgendwie so eine Art Romantik oder sowas? Das sieht aus wie so eine Kirschblüte, nämlich Matthew Perry. So sieht man sich wieder. Matthew Perry chillt in meinem Langhaus. Hätte ich du nie mitgerechnet. Nicht so gut. Ich kenne dich, Bruder. Ich kenne dich. Was gibt's denn hier bei Matthew? Ja, dann frag. Japaner legen großen Wert auf ihre Traditionen und kämpfen für sie. Zumindest, wenn es ihnen jemand befiehlt. Deshalb konzentriere ich mich auf die Machthaber. Nur so erreicht man hier etwas. Und noch etwas. Japaner sind sehr neugierig. Schließlich habe ich auch dein Interesse geweckt, oder nicht? Oh ja, ein Wahnsinnsgebräu. Dieses hohe Tier wird es genießen. Ihr Japaner scheint genauso gerne zu trinken wie ich. Wie ich höre, haben diese nationalistischen Samurai Geschmack an Bier gefunden. Immerhin haben wir das gemeinsam. Naja, amerikanisches Bier ist jetzt nicht unbedingt das Geilste. Wir sehen uns. Aber ich bin allgemein kein Biertrinker, Bierkenner, also... So, entspannen, neu entwerfen. Ich mach den Ninja Gaiden.
Alter, Alter. Das ist schon cool. Heute bin ich ein bisschen Ninja unterwegs. Wo sind denn diese ganzen... Na, das ist eins. Kimonos. Na gut, das gehört nicht dazu. Da geht auch gar nichts. Gürtel. Sind es nur die? Da war doch mehr. Armschutz. Aber ich muss irgendwas Passendes auswählen. Nämlich das hier. Jetzt für die Füße, Stiefel gehen da nicht. Sandalen, Schuhe. Shinobi würde gut passen. Ich nehme die Shinobi-Dinger. So. Moment. Warte, warte, warte. Was ist denn hier? Rüstungsset? Ist es nicht auch hier irgendwie drin? Nee. Accessoires. Für den Hals. Da geht nichts. Da geht auch nichts. So, als Favorit festlegen. Jo, mache ich mir einen. An, übernehmen. Ja. Geil, Mann. So, jetzt bitte einmal zum Testament der Seele. Bin mal gespannt, wie viel Prozent habe ich denn jetzt im ersten Akt? Ach, ich kehre hier wieder zurück und jetzt kann ich hier sehen, wie viel Prozent ich habe, oder was? 46 nur! What? Ich habe jetzt so viel gemacht, habe nur 46% dabei, waren wir davor bei, ich glaube, bei 41 oder sowas. Von Tuckers Tod hast du schon gehört? Ich kann einfach an nichts anderes denken. Seit unserem ersten Treffen in Yokohama hat sie viel für uns getan. Und Spaß hatten wir im Freudenviertel auch. Aber sie war doch nie eine normale Geisha, oder? Sie wusste um die Gefahr, als sie Fumi zur Flucht verhalf. Sie kannte die Konsequenzen und tat doch das Richtige. Sie war schön wie eine Blume, aber konnte stechen wie eine Biene. Wenn ich etwas für Japans Zukunft erreichen will, muss ich mir ein Beispiel an ihrem Mut nehmen. Gensri sitzt schon an einem neuen Plan. Doch ich brauche Zeit, um meine Gedanken zu sortieren. Wieso besuchst du nicht Takas Grab? Es befindet sich hier im Saihoji-Tempel. So. Das Grab von Tucker findet sich irgendwo hier. Ach, hier drüben lang. Komme ich denn da hin? Hier. Ich habe übrigens nichts gefunden, wie man sie retten kann. Anscheinend ist es nicht möglich. Ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren. Du weißt es also. Nun gut.
Lass uns für sie beten. Tucker, bitte verzeih mir, aber ich fürchte, ich kann nicht lang bleiben. Ich habe meine Pflicht zu erfüllen. Ich beabsichtige, sowohl die Macht des Adels als auch die des Kaiserhofs unter dem Shogun zu bündeln. Außerdem werde ich unser Militär stärken und ein neues Abkommen aushandeln. Ein gerechteres, das sowohl die Bürger als auch den Wohlstand unseres Landes schützt. Bist du einsam, liebste Taka? Halte durch. Du wirst nicht mehr lang auf mich warten müssen. Und wenn ich wieder bei dir bin, dann werde ich dir die schönste Haarnadel schenken, die du je gesehen hast. Dass er einfach hier so bei uns reinspazieren kann. Ich meine, das ist jetzt unsere Festung quasi. Und der rote Dämon geht einfach hier so vorbei und sagt, ja, ich besuche mal das Grab von Tucker, ne, die ich habe umbringen lassen. Denn wir haben ja gesehen, dass der blaue Dämon ihm die Blume gegeben hat, also diese Haarnadel. Und er wusste ja, dass es wohl dann auch ein offizieller Befehl war und nicht, dass der blaue Dämon irgendwie da selbstständig gehandelt hat in diesem Punkt. Gensui ist mit seinem Plan so gut wie fertig. Wir warten nur noch darauf, dass alle hier sind. Seit Gensui Meister Shoins letzten Willen gelesen hat, ist er fest entschlossen, ein neues Japan zu schaffen. Ich glaube, dass er einen offenen Angriff auf die Männer des Roten Dämons plant. Was sagst du? Bist du dafür bereit? Gut, gehen wir es gemeinsam an. Bin mega bereit. Aber man muss doch frieren. Wir haben entsprechende Vorkehrungen getroffen. Wohl wahr. Du hast das Talent, immer im genau richtigen Moment aufzutauchen. Leon, sieh dir das an. Sie alle sind hier, um uns dabei zu helfen, den roten Dämon zu besiegen. Ein wahrlich beeindruckender Anblick. Zunächst möchte ich jedem von euch dafür danken, dass ihr euch uns anschließt. Wir kommen alle aus verschiedenen Lehen, aus Orten mit eigenen Bräuchen und unterschiedlichen Loyalitäten. Fürwahr, manche unserer Clans waren vor langer Zeit sogar verfeindet. Doch haben wir unsere Differenzen überwunden und uns nun zusammengefunden. Das ist ein großer Verdienst von Meister Shoei. Im Namen aller Unterdrückten müssen wir in den Kampf ziehen. Wir dürfen das Opfer Meister Shoins nicht vergessen. Und auch nicht das der vielen anderen, die leiden mussten. Wir werden dieser Dunkelheit ein Ende bereiten. Und endlich können wir den roten Dämon göttliche Vergeltung spüren lassen. Gerüchten zufolge lauern überall um die Burg herum Häscher. Vielleicht solltet ihr mehr Wachen aufstellen. Ich habe so viele Wachen, wie das Shogunat mir stellt. Soll der oberste Minister etwa die Regeln missachten?
Los geht's. Was zur? Wo kommt das her? Wir sind also hier. Macht euch bereit! Da kommen sie! Vergeltung! Geil, Mann. Einfach nur geil. Let's go! Gehen wir rein. Obwohl Gonzo dabei zu haben, wäre vielleicht auch noch ganz witzig gewesen. Schnell! Alter, hier mein neues Hebel. Verbrecher! Könnt ihr euch alle! Oh, der kann das, der hier. Ey, der rennt vor mir weg. Ich bin dein Feind. Der war nicht schlecht. Ihr müsst fliehen. Seid wachsam. Das ist der Move, Alter, dieser Tritt, weil damit ziehst du den so schnell die Ausdauer weg. Mein Fürst. Okay, wie geht's weiter? Wie kommen wir hier durch? Aber wir sollen hier hin. Der Käfig, ne? Der Transportkäfig. Witzig. Jetzt sagt nicht, der will sich mit mir jetzt kloppen schon. Hätte ich nicht erwartet. Du. Ein Angriff auf mich ist ein Angriff aufs Schokolad. Ich werde es dir nicht leicht machen. Na komm, Stangenwaffe schon. Gut gegen ihn. Los jetzt, hol dir wow. Deinen Preis. Du bist also die verborgene Schneide. Oh, mein Gewehr, Alter. Was? Alter, das Gewehr. Was tust du hier? Ich habe dich nicht gerufen. Richtig. Und dennoch bin ich auf eigenem Wunsch hier. Einem Mann steht es zu, selbst zu wählen, wo er stirbt. Uff, Badass. Erwarte keinen Dank. Zusammen. Episch. Manabek, tu, was du für richtig hältst. Au, das ist mein Fürst. Au, das ist auch eine Knarre. Wieder und wieder hast du mich belästigt. Diese Fehde endet hier. Boah, nochmal geblockt. Baby! Gegnerische Kieflamme. Wenn verzweifelte Situationen können bestimmte würdige Gegner, die eine enge Bindung teilen, in einem Kampfrausch geraten und eine Flamme aktivieren. Ihre Kampfattribute werden enorm erhöht und zwar so lange, bis entweder sie besiegt oder Kie vollständig aufgebraucht wurde. Da haben wir gerade geschafft. Den da! Oh, oh, wachsam. Ich brauch einen Snack. Das ist mir Bier. Nochmal geblockt. Auch nichts mehr. Oh, ich hab's gefangen. Geil, Alter. Ja.
Oh nein, 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 nein. Nein, mir geht's auch nicht gut. Danke. Hey, seine Waffe ist gegen ihn hier. Ja. Es ist nicht vorbei. Noch nicht. Was macht er jetzt? Alter. Das lasse ich nicht zu. Das ist mein Schicksal. Getötet von einer verborgenen Schneide, deren Zwilling schon tot ist. Ich kann den Schwur, ihn ewig zu schützen, nicht halten. Ich bin hier schwer beschäftigt. Alles andere hängt von dir ab. Das Schicksal dieser Nation liegt in meinen Händen! Oh mein Gott, ich kann ihn verschonen! Boah. Online-Statistik kann ich mir angucken. Die meisten haben ihn getötet. Gesprächsverlauf. Einfach Wahnsinn. Das Spiel ist echt irre. Ach, das ist der. Okay. Das ist der Gesprächsverlauf von eben. Antwortdetails. Okay, das bringt mir auch nichts. Das ist eine schwere Entscheidung, aber ich verschone ihn, weil ich gegen den Mainstream bin. Ich will wissen, was passiert. Gonzo ist mein bester Freund geworden. Vielleicht können wir es ja auch noch kippen. Komm, versuch es nur. Hab ich dadurch ihn gerettet? Geht es dir gut? Ja. Oh, der lebt ja auch noch. Der rote Dämon ist entkommen! Das reicht! Ziehen wir uns zurück! Rückzug, sofort! Nach dem gescheiterten Attentat trat der Konflikt zwischen dem Shogunat und seinen Gegnern in die letzte entscheidende Phase. Moment, wir gehen schon aufs Finale zu? Obwohl Nausicaä überlebt hatte, wurde er von seinen Pflichten entbunden. Er wurde beschuldigt, die Rebellion angezettelt zu haben und musste sich zurückziehen. Komm, kehren wir nach Hikone zurück. Sie meinten, die Handelsgespräche seien unterbrochen worden. Und das glaubst du denn einfach, ja? Dann red du doch mit dem. Ich für meinen Teil hänge an meinem Leben, weißt du? Moment, wer seid ihr? Seid zu still!
Als Folge dieses Vorfalls hat das Shogunat an Autorität verloren, während die rebellischen Samurai immer mehr an Ansehen gewann. Der Einfluss der Vereinigten Staaten, den I-1 stärkte, wurde schwächer und hinterließ eine Lücke, die die Briten zu füllen wussten. Geil, Mann. Aber ich hoffe, das Spiel geht noch eine ganze Weile. Bestärkt vom Triumph am Sakurada-Tor planen Kusaka und seine Verbündeten den nächsten Zug zur Vertreibung der Fremden. Ist schon gut. Braver Junge. Hey, was soll das denn? Was ist heute nur los mit dir? Na, hallo. Tut mir leid. So ein braver Junge. Na komm, gehen wir. Mistkerl. Du hast Glück, dass ich dich verschont habe. Hey, deine Mordgelüste sind hier völlig fehl am Platz. Atme einfach mal durch. Zwei Typen, bewaffnet bis an die Zähne, gar nicht auffällig. Ey, das Spiel ist krass. Das Spiel ist richtig, richtig krass. Wo bin ich denn jetzt? Das ist jetzt eine neue Region? Maske des blauen Dämons erhalten. Geil, Mann. Aber der lebt ja noch. Haben wir nicht sterben sehen. Gegnerische Gebiete befreien. Ein Schauplatz kann Loyalität gegenüber Pro-Shogunat-Kräften und Anti-Shogunat-Kräften besitzen. Wenn du deine Bindung zu einem feindlichen Gebiet verstärkst, kannst du es in Zukunft befreien. Wenn du Schauplätze befreist, stärkt das deine Ronin-Fraktions- und Schauplatzbindung erheblich. Geil, Mann. Hey, das Spiel hat nicht die beste Grafik der Welt, aber ich finde die absolut ausreichend. Aber dafür, was so Inhalte angeht, ist das Spiel echt ein Brett. Also das ist schon sehr, sehr geil. Was man da so alles machen kann, beeinflussen kann. Das kann man ja wirklich mindestens zweimal durchspielen. Gut, Freunde. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bewerten, kommentieren, auf Wiedersehen und tschüss.